Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Bausimulator und ich wär bekloppt frisch aus Katar. Achso, ich, Randy, moin. Einfach wieder Einsatz verpasst. So, keine Beschwerden im Kommentar, dass es jetzt nicht gerade anspruchsvoll war, egal. Kam nämlich von Stefan. So, offscreen. Ja, gut. Ja, na, also bitte. So, ja, Bausimulator geht weiter. Solltet ihr bei Stefan ab und zu mal irgendwelche komischen Störgeräusche hören oder kleines Rauschen oder so, liegt an einem Kabel. Das kommt aber erst in ein paar Tagen, deswegen überhören wir das einfach mal. Richtig. So, ich merke schon, du warst gut im Urlaub, du bist ganz schön, ja, gebräunt. Ja, schon am Strand gelegen, ne? Bezahlst mich ja mal gut, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Helm ist auch ein bisschen demoliert, aber auf jeden Fall. So, wir machen Prestigeprojekt und zwar Glanz und Glorie, ja? Mhm. Und dank dem neuen Update werden wir nicht mehr auf Hoch machen, sondern jetzt auch nur noch zu zweit auf Mittel, weil Hoch ist jetzt noch mehr Sackgang und ganz ehrlich, das war schon am Anfang Sackgang. Mhm. Deswegen machen wir das erstmal so. Schön. Hammer, was brauchen wir denn überhaupt als erstes? Ich guck gleich mal. Wir brauchen einen Mobilkran, weil wir müssen Dinge entsorgen. Okay, hast du mich befördert schon? Nee, das muss ich noch tun. Wenn ich gerade noch mal wüsste, wie. Ach, hier, Bautrupp. Ja, ich setz mich schon mal rein, ne? Setzen Sie sich schon mal rein. Ja. Jetzt bist du vor. Ah, sehr gut. Sehr schön. Ja, teleportier dich einfach dorthin, das passt. Ja, ich mach das, ne? Mit dem Kleinen oder was? Du kannst du dir aussuchen, ne? Boah, ich will nichts kompensieren, mir reicht der Kleine, ja. Dafür hast du ja noch die Pumpe. Randy löscht dich einfach. Oh Mann. Ich hab vergessen, mein Lenkrad abzumachen. Ach, scheiß drauf. Schön. Ja, aber lange haben wir nicht hier zusammen und so, ne? Nö, knapp 3 Wochen jetzt. Ja, gut, ich war im Urlaub, dann hatte ich ja meinen Rechner kaputt. FSL und dann hast du den Rechner kaputt. Richtig, genau. Das war halt alles so ein bisschen, ja, schwierig halt, ne? Dialog. Merkwürdigerweise hält mich nicht jeder in dieser Stadt für einen Wohltäter. Doch auch wenn der Bürgermeisterin meine Ansichten hin und wieder missfallen, so sind wir uns dennoch darüber einig, dass der Rathausplatz nicht länger vorzeigbar ist. Um zu beweisen, dass mir auch der öffentliche Raum unserer Stadt am Herzen liegt, habe ich mich bereit erklärt, die geplante Neugestaltung des Rathausplatzes vorzufinanzieren und die längst überfällige Sanierung der Marktkirche endlich abzuschließen. Vielleicht erlebe ich es ja tatsächlich noch, dass die Kirchenglocke nach Jahren der Stille wieder erklingt. Eine Kirche, sehr schön. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich mach das Ding mal fertig hier. So, ach, guck mal, die liegen alle hier, ne? Da kann ich ja mal hier vom Maus hier. Boah, ich habe echt schon lange nicht mehr gespielt, ne, Bause, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das letzte Mal vor 3 Wochen. Muss erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Aber das lernt man ja nicht. Nein, das auf keinen Fall. Ich guck schon mal, ob es irgendwas an Baumaterialienhändler gibt. Na klar. Schön, ich sehe die Sachen nicht. Ich sehe zwar, dass ich irgendwas anhängen muss, aber... Ja, aber das sah bei mir genauso aus. Ach so, ja. Also du musst die Betonplatten irgendwie hochheben. Ach so, ja gut, okay, das macht Sinn. Macht Sinn, ne? Ja. Dann einfach runter. Die haben sie wahrscheinlich mit diesen Flex-Dingern da vielleicht irgendwie aufgeschnitten oder... Möglich. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ne? Oder die waren einfach nur reingelegt. Das kann natürlich auch sein, ne? Das kann natürlich auch sein. Bisschen Sand drüber, fertig, ne? Ja. So. Aber es läuft noch, ne? Ich komme noch relativ gut klar hier mit der Steuerung, also. Das ist der Hauptsache. Wobei ich habe letztens. Ich war letztens drin, aber ich habe das mit den beiden Joysticks getestet. Das funktioniert auch super, aber ist absoluter Sackgang, was die Einstellung angeht. Muss ja jedes Fahrzeug separat belegen. Ist ja vom Grundsatz her gut, aber. Nach dem zigsten Fahrzeug hast du auch keinen Bock mehr, ne? Ist richtig, ja. So, fahren wir aus hier, den Spaß. Können wir ein bisschen Game-Sounds ein bisschen lauter machen? Passt. Ja. So. Gibt's hier keine Musik mehr in-game? Doch, ich hab welche. Aber die kommt ja immer nur sporadisch. Oder habe ich die ausgestellt? Warte mal. Ich glaube, ich habe die letzte Mal ausgestellt. Audio. Ja. So geil ist sie auf der EU-Map auch nicht. Es geht. Warte. Jetzt habe ich aber wieder Musik. Sehr gut.
Das übertönt das Rauschen meines Mikros. Aber es ist echt, echt heftig, ne? Ich hab ja alles neu verkabelt und habe das getestet, da war alles okay. Mhm. Ja, und dann wahrscheinlich irgendwie beim Anschließen oder so. Ich habe also auch alles schön getrennt hier, wie ich es vorher eigentlich auch schon hatte, aber nochmal anders. Ich habe mir jetzt noch so einen Kasten geholt, der das Ganze nochmal ein bisschen abschirmt, wo du alles reinlegen kannst. Ach so, ja. Das heißt Audio getrennt, Video getrennt, USB getrennt und sowas halt, ne? Alles in so separate Kisten. Ja. Und das sieht halt schick aus und man sieht halt kaum Kabel, ne? Hm. Ist halt auch recht gut. So, ein Teil müssen wir noch. Bitte zwei. Nur hier. Den Daumen müssen wir. Und weg. Das ist auch geil, ne? Der hat jetzt gar nicht alle weggepackt, oder? Nö. Da liegen immer noch welche in der Mitte. Gut. Ja, 5 und 7, ne? Ja. Oh, Ja. Ja, Entschuldigung. Ich mal lieber in Deckung. Besser ist ja, aber so ein Helm auf. Ja. Zack, nächste. Ich bekomme immer wieder die Frage, Randy, in meinen Streams, wollen wir mal wieder LS zusammenspielen? Ja, wenn wir mit Bowsy durch sind, würde ich sagen. Ja, dann können wir mal wieder eine Runde dann LS. Mal gucken, ne? Da könnten wir ja mal eine Map nehmen mit ein paar Produktionen und sowas. Mhm. Weil das ist ja eher so deins, ne? Ein bisschen CP mit rein, ein bisschen Autodrive. Naja, genau. Na klar. Sehr schön. Ach, es ist herrlich. Kommt Faruna jetzt hier? Darum? Ui. Upp. Fertig. Ach, guck mal, jetzt hat er alle gemacht. Noch mehr? Lol. Da gehen noch mehr. Nochmal 6. Ach, willst du oder so? Oh, nö, mach du mal. Wir haben ja auch noch einen zweiten. Ich suchte noch gerade. Ja. Komm ich da jetzt leider mal mit dir noch. Na klar. Aufräumarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt hier so eine neue Kirche bauen, oder was? Nee, ein Rathausvorplatz sollen wir sagen. Rathausvorplatz, ach so. Ja. Wann hast du die Folgen immer raus? Immer um, was haben wir gesagt? 14, 15? Immer, ne? Eigentlich 14 Uhr. 14 Uhr, okay, gut. Jo. Oh. So. Ja, ich gehe mit meiner Laterne und die Laterne steckt im Kran. Schön, super, Randy. Ne? Einfach der Profi. Haben sie schön ersten Advent gefeiert, oder? Weil nicht. Nicht? Nö, ich auch nicht. Am Freitag, hier wo ich den Rechentester gemacht habe, wo ich die Story gemacht habe, das hat ja jetzt 3 Stunden gedauert, diesen Stresstest. Ja. Bin ich auf Weihnachtsmarkt gegangen mit meiner Frau. Das war schön. Ja, stimmt, deswegen hast du da nur so geschwitzt. Richtig, auch, weil ich so voll gefuttert war. Boah, ich habe echt viel gefuttert, ne? Also ich hatte, was habe ich denn gegessen? Einmal so ein Steakbrötchen, so mit Kräuterbutter und lecker Zwiebel. Mhm. Dann hatte ich mir Reibekuchen gegönnt. Hab noch die Reste vom Grünkohl von meiner Frau gegessen. Und noch eine Roster reingeballert. Macht dann 89,95, ne? Also ich habe echt, ich habe so viel Geld ausgegeben, ne? Das glaubst du gar nicht. Wahnsinn, momentan. Oh, Randy. Oh, moin. Ja, Grüße. Ah, oh, wir haben die Schwerter gekreuzt, das geht nicht. Ah, das geht schon. Du musst ja deiner Frau nichts davon erzählen. Ist richtig. Kennst du was? 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 Nix. Ach, herrlich, ey. Nee, aber war echt schön auf dem Weihnachtsmarkt, also. In Essen? In Essen, ja. Mhm. Also, ist der genauso überlaufen, oder? Ja, der war echt voll. Freitags, Wochenende, maximal dumme Idee, da hinzugehen, ne? Also. Ja, aber meine Frau. Aber da merkt man halt wiederum, ne? Obwohl, also, wenn da so viele Menschenmassen sind. Ja. Wo ist Krise? Ja, vor allem, wo ist, da ist nichts Malakrise. Die Leute haben alle eingekauft ohne Ende. Ich habe auch ein bisschen was ausgegeben. Meine Frau habe ich noch eine schöne Kette gekauft. Oh. Ja. Und so Vorweihnachtsgeschenke, ja? Ja, so ein bisschen, ne? Mhm. Ja, dann brauchte so ein neues Tablet. Das hatte ich ja letztens schon geholt. Ja, was man halt alles so braucht. Weihnachtsgeschenke haben auch schon alle fertig. Ja. Ja, alles was gekauft. Was kriege ich dieses Jahr? Was Schönes, Randy. Okay, du hast also nichts. Doch, für dich haben wir schon was. Ja. Also. Ich weiß bloß von der Frage überrumpelt. Also. Du kriegst was. Ja. Kommt, du wirst dich freuen. Es wird großartig. Ja, meine Frau ausgesucht. Ah, ist das so ein Live-Dolly-Ding? Was? Randy, es ist nichts, wo du irgendwas reinstecken kannst. Ach, schade. Boah, Leute. Boah.
Ja, die Dinger kosten schweineviel Kohle. Ja, ja, ist schon klar. Ich verdiene zwar gut, aber. Ja, weil nicht. Aber Freundschaft hat auch Grenzen, Randy, ne? Ehrlich? Ja. Ja, du musst es ja nicht benutzen, du musst es ja noch schenken. Ja, ist klar, ich muss es auch bezahlen, du Duli. Ja, also ich werde dir Leben dankbar. Ist gut. Also dann würde ich sagen, Stefan hat dafür gesorgt, dass ich meine erste Freundin habe. Wow, Randy. Na gut, erste jetzt nicht, aber. Ja. Mhm. Schön. Also, na, also ich würde dich doch zur Hochzeit einladen. Das ist ja nett. Ja, die Dinger sehen ja realistisch aus. Ja, ja, die sind ja auch realistisch groß. Ne? Ja, das ist ja jetzt, ne? Ja, stimmt schon. Ja. Ja. Kannst du so zusammenstellen, wie du haben möchtest, ne? Ne, ist richtig. Ja. Also, ich hätte dich eingeladen. Nee. Doch, versteht sich. Ne? Kein also, Bock auf Gangbang. Boah, Niveau ist richtig schlecht heute. Aber gut, Leute. Ich muss doch immer sein. Ach ja, man muss auch lachen. Ne? Leben ist schon traurig genug, ne? Genau. So, was müssen wir machen? Ausbaggern habe ich schon hier. Ausbaggern ist schon da. Okay, warte, ich packe erstmal zusammen hier. Dann fahre ich den mal weg, ne? Jo. Fahrmodus. Ah, oh, den guten Caterpillar. Ja. Sehr gut. Hey, Cat. Ja. Ah ja, stimmt. Ist aber Caterpillar. Ja, wow, Randy. Mann, ich sehe gerade, meine Maus hängt die ganze Zeit im Bild. Man merkt, ich bin ein bisschen eingerostet, was Aufnahmen angeht. Ich habe mich halt mehr mit anderen Sachen beschäftigt. Also hier Rechner zusammenbauen. Das Geilste war ja, ich habe ja die Teile vom Streaming-Rechner mir ja auch schicken lassen. Ne? Dann hat sich ja der Streaming-Rechner ja auch verabschiedet den einen Tag. Ja. War nur ein Netzteil kaputt, weiß nichts Tragisches. Und auf jeden Fall war die Festplatte kaputt. Mhm. Den einen Tag wollte ich nämlich noch streamen, ja vor der FSL. Und ja, da war es halt so, dass ich nicht streamen konnte, weil ich einen Rechner gestartet habe und der meinte, er wollte gerade mal eben kurz Windows neu installieren. Toll. Ja, das hast du erzählt, ja. Ja, ja, klar. Aus dem Nichts halt, ne? Einfach aus dem Nichts. Hat sich auch nicht so angedeutet oder so. Und jetzt habe ich ja hier einen Streaming-Rechner mit einer AMD, einen 5800er drin, mit der 3070 Ti. Da nehme ich jetzt auch auf drüber. Habe alles schon eingerichtet hier, alles neu verkabelt und das läuft alles tippitoppi. Ja. Hat sich gelohnt. Ich habe alles über hier Mindfactory, weißt du? Also, alles drüber bestellt. Und die Grafikkarte habe ich mir zweimal gekauft. Einmal habe ich sie wieder zurückgeschickt, weil der Preis zu teuer war. Da habe ich sie halt 3 Wochen später für 150 Euro oder so weniger bezahlt. Das war halt ja, gut. Ja, aber 150 Euro sind 150 Euro, ne? Ja, 150 Euro sind 150 Euro, ist richtig, ja. Richtig, ja. Weil aktuell die 4000er-Reihe, die lohnt sich ja preislich null. Ach, gar nicht. Also die sind krass, aber die sind halt auch krass teuer. Ja, das stimmt. Ne? Die haben zwar also gut Power. 2000 Euro, Alter. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, ich habe eine Titan. Ich sag mal, die läuft locker noch 3 Jahre, würde ich sagen. Und ich habe jetzt noch eine Dingens jetzt noch günstig geschossen hier bei Black Friday. Eine Intel Arc Grafikkarte. Ich habe ja mehrere Slots auf meinem Streaming-Rechner. Und die habe ich für 370 Schleifen geschossen. Und da ist dann auch ein AV1 Encoder schon mit dabei, weißt du? Und das haben ja die 4000er-Serie auch, aber die kosten ja mal ein Vielfaches mehr, ne? Das heißt, das wird dann vom Bild her irgendwie wohl besser komprimiert. Das soll ab nächstes Jahr wohl durchstarten komplett. Auch für Aufnahmen und so. OBS soll das ab der 29er-Version irgendwie wohl haben. Und das wird auch sehr interessant, glaube ich. Mal sehen. Man muss immer so ein bisschen gucken, ne? Mit der Technik kaufe ich mir jetzt veraltete Sachen oder halt noch nicht gute CPU. Ja, gut. Eine AMD 5800 macht nichts verkehrt, ne? Ist schon ganz gut. Nö, gerade für Streaming ist ja nichts verkehrt. Ja, ich streame jetzt nur noch über die CPU, ne? Das ist echt tiptop. Und aufnehmen halt über die Graka. Vorher ging das nicht, weil die CPU zu schwach war. Und da hat halt ab und zu mal, wenn ich aufgenommen habe und parallel gestreamt habe, immer so ein bisschen geruggelt. Das hat mich halt maximal genervt. Ja, das ist sehr geil. Ja, es ist halt nervig auch für die Zuschauer dann, ne? Ja. Ach, das habe ich auch noch nie erzählt. Dann auf jeden Fall war es ja so, dann hatte ich alles fertig zusammengebaut und dann habe ich mir die, dann wollte ich die Dingens angucken, einbauen, die Capture-Card, ne, für den Gaming-PC. Ja. Hat nicht reingepasst, weißt du warum? PCI 1 und ich brauchte eine 4er. Oh, ja, sehr gut. Ja, muss mir auch noch eine neue kaufen, auch wieder Geld weg. Sehr schön. So. So, das können Sie jetzt wieder machen. Die Pöllmaterialien habe ich alles draußen auf dem Trailer. Ich nehme mal den großen hier, ne? Jo. Geht ja gleich bereit. Na klar. So, weil er kopiert sein. Kannst du eigentlich auf beiden Seiten einsteigen?
Ach da, ja. Achso, ich muss das Ding noch ein bisschen weiter vorn abfahren, ne? Ja, so ein bisschen. Also. So ein bisschen halt, ne? Ah, ich merke, wenn ich mein Lenkrad angeschlossen habe, dann funktionieren manche Sachen nicht. Muss ich gleich mal ändern bei der nächsten Aufnahme. Oh ja. Kann ich nämlich die Perspektive nicht so ändern, wie ich will. Weil der immer mit... So. So, dann fahren wir mal rüber hier. PVC-Rohre. Die orangen in der Seite. Ja, klar. So, ja, da muss ich das Teil auch nochmal neu kaufen, ne? Ei, ei, aber hab natürlich bei Black Friday komplett zugeschlagen, ne? Also ich habe mir durch den Black Friday nur einen Entsafter geholt. Was hast du geholt? Einen Entsafteren. Ein Entsafter? Ja. Ah. Ach ja, stimmt, also du machst ja jetzt hier einen auf gesunde Ernährung. Ich mache jetzt hier nicht nur einen auf gesund, sondern ich mache das auch. Ja, finde ich gut, Randy. Also, ne? Habe ich schon gehört, vor, dass sie da sehr... Ja, doch. Sehr überrascht sind. Bin ich sehr von angetan. Wenn ich noch vor einem Jahr mich mit dir unterhalten habe oder auch die Podcasts gehört habe, ja. Es hat sich alles ein bisschen... Muss man ein bisschen was runter. Ja gut, ist ja gut, wenn man das selber will auch und auch macht, ne, dann passt das doch. Ist ja super. Nein, wir kennen beide das Problem, ne? Ja, ja. Ne? Man steht halt vor dem Spiegel ne, und sagt sich so, yo, der ist da. Aber guckst du dann runter, siehst du halt nur den Bauch. Ne, ist bei mir nicht. Ich kann mal nur sehen, also. Oh, hat aber echt wilde Themen. Ja. Heute, ja, Sie fangen damit an. Hä? Ja, ich habe natürlich meine Füße gemeint. Ach so, die ja, gut. Wenn ich... Boah, Leute. Wenn ihr hier auch so fremdschämt, Leute, schreibt es gerne hier bei uns in den Kommentaren rein. Halber Podcast, Leute. Ja, irgendwie schon, ne? Wilder Talk. Ach, ne. So. Ich habe mir, euren Podcast habe ich auch angehört. Und der, wie heißt der hier? Jan, Twitch Farming, der macht jetzt auch aktuell einen, ne? Mit dem Landwirt in MV mit Hannes, ne? Auch sehr interessant, finde ich. Habe ich noch nicht reingehört. Ach, hast du nicht reingehört, okay. Ich sag mal so, Podcast, ich höre noch, grüß dir. Ja gut, okay. Ja, ist auch der beste Podcast, EOS. Ne, ist richtig, ja. Wobei hier Dingens hier, Fabi und hier Stay haben jetzt auch einen. Habe ich auch wieder gehört. Ich glaube, 7 Folgen gibt es davon auch. Ah ja. Macht der nicht mehr mit Dingens zusammen? Ja, doch, Podcast? Doch. Allman Arabica haben die auch noch. Ach, gibt's auch noch, okay. Ah ja, jetzt kann ich gleich noch hier, okay. Willst du das machen, oder? Nö, machen Sie ruhig. Machen Sie mal. Randy hat klassischer Vorarbeiter. Nö. Ich habe 2 was gemacht, Sie machen 2 was, ne? Das ist immer gut ausgeglichen. Das ist richtig, das stimmt, ja. Hoch, 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 hoch. So, warte. Bisschen drehen hier. Mann. Und runter damit. Zack. Irgendwo ein Hammer. Was, ein Hammer? Was? Ja, ne, diese Sammelobjekte da. Ach so, aber, ja. Da ist hier keiner. Ist keiner? Wie war das überhaupt jetzt in dem Update? Was gab es noch für Neuerungen so großartige? Naja, Fehlerbehebung generell, das Zeitüberspringen, Achievements wurden irgendwie gefixt. Ah, okay. Aufträge auf hoch sind jetzt noch mehr Arbeit. Schön. Hat eigentlich vorher schon gereicht, um ehrlich zu sein, aber gut. Ach, scheiße. Ich habe ja noch einen Auftrag aktiv. Gilt das auch auf die... Oder erst, wenn ich einen neuen angenommen habe? Ja, ich glaube ja erst, wenn du einen neuen wieder angenommen hast. Ah, sehr gut. Darf ich bloß nicht vergessen, ey. Ja, zum Glück kann man den wieder abbrechen und dann nochmal neu starten. Zum Beispiel ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Das stimmt. Fehlerbehebung wie Dings, irgendwas mit... du kannst jetzt, wenn du mit Controller spielst, kannst du die Tastenbelegung jetzt frei einstellen. Ja, das war auch mal dringend notwendig. Und lauter so Klemkram halt, ne? Ja, gut, so Kleinkram. Es muss ja dieses Jahr eigentlich auch noch ein DLC rauskommen. Ja, weil die haben für dieses Roadmap, Jahr, viel Zeit ist nicht mehr, aber für das eine DLC, das hat eine Förderung, die dieses Jahr, also sprich, die muss raus, das Ding muss raus. Ja. Na, ich bin halt gespannt, wann? 31.12. Ja, es wäre noch okay. Ne? Aber, ja, klar. Weil das ist nämlich so, wenn die Dinger gefördert werden und du bringst das dann nicht in den Dings raus, müssen die Förderung zurück. Das kenne ich, ja. Kenne ich auch von einem anderen Unterstützer aus meiner Seite. Das ist auch so. So.
So, Renny, da haben wir es schon. Kannst wieder baggern, ne? Oder zuschieben. Da reich ne? mit Erde verfüllen. Oh, nee, du. Einfach reinschieben, Renny, da müsste doch reichen, oder? Ja, reinschieben, ich habe ja noch. Ja, gut, das würde hochgehen. Ich glaube schon. Dann müsste ich erstmal. Warte mal, ich hab doch hier was ganz Cooles. Hier. Habe ich mir doch in den letzten 2 Folgen gegönnt. Glaube ich zumindest. Ach, guck mal, hier hat jemand einen Hotdog an der Wand gesprayt. Ja. Bin ich auf uns dran vorbeigelatscht. Oh, mit lecker Senf. Also ein Hotdog wäre jetzt auch was Feines. Ich habe mir noch gar nichts gegessen heute. Ne? Ne, nichts. Das ist nicht sehr viel. Also für die Diät auch ganz gut. Ja, gut. Ich mache ja gar keine, ne? ich habe es aufgegeben. Ja? Ja, ich fange an und du hörst auf. Ne, ich sag mal so, wenn ich irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal merke, dass ich, so wie du jetzt die Erkenntnis hattest, dass ich mich nicht mehr wohlfühle oder so, dann würde ich da ein bisschen drauf achten. Ich mich immer noch. Ja, gut. So, ne? Aber ich hatte halt nur, wie ich es halt im Podcast so gesagt habe, ich habe halt so eine Gewichtsgrenze. Und naja, die soll halt nicht überschritten werden. Ja, klar. Und deswegen mal so generell halt, ne? Ja. Okay. Sieht doch gut aus. Nee, 0%. Okay. Weil hier war schon grün, jetzt hast du hier rot, oder nee? Hier ist schon alles grün. Du musst einfach nur die Haufen da abtragen, glaube ich. Naja, du siehst ja verfüllen. Es ist zwar alles grün. Also, mach mal Y, dann siehst du das. Ja, habe ich gerade ja schon gesehen. Du schiebst einfach raus und kippst beiseite oder so. Aber steht da Bereich mit Erde verfüllen. Das ist ja komisch. Ich sehe gar keine Anzeige mehr, was wir machen. Kann man das einfach ausblenden? Mir steht gar nichts mehr da. Muss ich mal gucken. Warte mal, ich versuche das mal hier hinten rum. Ja. Hui. Oh. Hast du auch den Case gegönnt? Der ist gut, ne? Ja, er war der größte, glaube ich. Der ist der beste von allen, glaube ich, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja, irgendwie das in der Mitte. Das ist rot, das ist richtig. Ja. Sehr weird. Ja, aber weißt du was? Machen wir den hier. Was machst du? Hä? Ist das jetzt gemacht? Übersprungen? Jo. Achso, das geht auch jetzt? Das ging schon die ganze Zeit schon. Achso, okay, gut. Aber kriegst halt kein Geld für den Part, ne? Ja, gut. Hä? Okay. Ah, doch? Ja. Gut, muss man nicht verstehen. Hä? Ach, egal. Ja. Hand wieder kaputt Sachen wieder drauf packen. Das mach ich. Das machen sie. Tipptopp. Renner. Tipptopp 1. So. Warte mal, Rona hier. Was brauchen wir denn dafür? Ich seh die Anzeige nicht. Warte mal. Wir brauchen Dampffolie, Bewegungsgitter, Betonsäcke, Metallbauteile. Einmal alles durch. Ich guck mal kurz, weil der zeigt mir das irgendwie nicht an. Ey. Das ist echt komisch. Spiel. Also? Bildschirmhilfe, ja. Gibt's da irgendwie, Ich habe bei mir links Platzgestaltung 33%. Bei mir steht da gar nichts. Kann man das noch einstellen oder was? Video? Vollbild? Ja. Oder es packt rum. Es wurde gesagt, nach Zeit im Patch 2.0 gibt es im Multiplayer teilweise Probleme. Ja, das hat der Dingens hier Werner, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Also die, was für Sachen müssen jetzt da drauf? Welche? Ach, diese... Bewährungsgitter immer, Betonsäcke immer, Metallbauteile dreimal... Ja. Okay. Also, also diese Bewährungsgitter hier, warte mal. Die hier, ne? Ja. Also die Gitter müssen auf jeden Fall hier, die habe ich jetzt schon mal. Und die Betondinger waren die weißen, ne? Beton sind diese beigen Dinger. Ja, diese beige-weiße, ja. Diese hier. 2 Stück, oder? Einer nur. Einer, okay. Das müsste dann ja eigentlich aufleuchten, wo du es ablegen kannst. Ja, gut, das auf jeden Fall, ja. Das leuchtet doch, ja. Ja, das leuchtet alles, aber ich sehe nichts hier mit Anzeige. Gut, kann natürlich sein, weil er die ganze Zeit rumspinnt, hier mit Button, links, rechts und so. Weil das hatte ich vorher auch nicht gehabt, wo ich Lenkrad angeschlossen habe. Ich habe zwar nicht aktiv genutzt. Ja, gucken wir gleich mal. Connectest du nochmal neu, dann passt das schon. Ja, wahrscheinlich. Zack. So, dann haben wir das auch. Dampffolie. Ja, dann finde ich mal. Was, Dampffolie? Ah, irgendwas Weißes angeblich. Hast du sogar schon nicht, gar nicht.
Doch, hab alles gekauft. Ja? Mhm. Irgendwas Weißes? Ich sehe nur Rot, Grün, Blau. Ach, da, hinter dem Bäumen. Zwischen dem... Ich sehe es. Siehst du das? Ja, ich hole es. Ja, bei dem Betonding in der Mitte. Ja. Ich sehe es. Das ist dazwischen, ne? Hier, das hier. Warte. Ja, genau. Das da. Mhm. Jo. Sehr gut. Tipptopp. So, Ach, da drüben muss auch noch was hin. Okay. Ja, das sind mehrere Dinger, die hier noch geliefert werden. Irgendwie komisch unterteilt. Sieht aber aus wie so eine Grundschule hier, ne? Oder so eine weiterführende Schule. So naja, hat ja was Ähnliches mit dem Rathaus, ne? Ja, gut, so ähnlich. Na. Okay, gut. Dann jetzt nochmal zweimal Betonsäcke. Ja. Ich höre zwar die Sounds, wenn das abgeschlossen hat, aber... Naja, sehr düster nichts. Nö. Ja, ich kann auch Connection-Dinge wieder sein, ne? Komm ich da hin, ne? Zweimal Beton, sagst du, ja? Jo. Verfolgst du eigentlich... Ah ja, habt ihr ja schon unterhalten. Seven vs. Wild, klar. Nur klar. Ich habe jetzt die letzte Folge noch nicht geguckt, die gucke ich mir nachher mal an. Schlippe sie noch, komm ich nicht, oder? Aber er ist schon echt gut produziert, muss ich sagen. Also wir schon... Na, ohne Frage. Krass, ohne Frage. Also... Aber dass so viele Fehler passiert sind in dieser Staffel, schon heftig, finde ich. Also Fehler nicht, aber auch manche Sachen, die ein bisschen lebensbedrohlich waren, ne? Mhm. Kannst du hier dann gleich mal das Ding da noch mit hinstellen? Welches Ding? Achso, ja. Ja, was ich dir da abgeliefert habe. Er ist zu kurz. Ich komm, ja. Er ist zu kurz. Ja. Tritt näher ran, er ist kürzer als du denkst, ne? Jetzt hätte ich mal die Pumpe nicht verschenkt. Tja, schade, wenn nicht. Aber ich habe gedacht, ein Freund braucht's mehr. Nee, ich brauch's sogar nicht. Er ist schon im Unhalt. Oh. Alle? Oh Gott. So. Zack, das haben wir auch. Sehr schön. Und nachher noch neue Podcast-Folge aufnehmen, oder nicht? Na, logisch. Na, sicher, das. Immer. Das läuft ja wie am Schnürchen bei euch jetzt momentan, ne? Muss. Ja, der Herr einfach zu viel Zeit aktuell, ne? Ja, nee, aber wir haben ja zwei Sponsoren. Ihr habt zwei mittlerweile? Ja, klar. Echt? Der eine Podcast ist von Nitrado. Aha. Und der andere Podcast ist von Nordvögel. Echt? Ja. Deswegen kommt jetzt jede Woche einer. Ach so. Das heißt, ist immer ein Wechsel? Ist immer ein Wechsel. Das hörst du auch am Intro. Hä, hab ich gar nicht mitgekriegt. Hört man am Intro. Gut, okay. Na ja, dann. Köstlich. Aber ist ja auch relativ egal, wer ja, weiß, ist ja gleich was kommt, ne? Ja, das ist ja wichtig. Und es kommt pünktlich. Das lief jetzt beim ersten Mal nicht so gut. Ja, gut. Letzte Woche lief's. Ja. Mal gucken, ob's die Woche auch läuft. Braucht ihr jetzt einen weiteren Sack hier? Ich weiß, ja, doch, einer brauche ich noch, ja. Dann noch diese Bewährungsgitter, ne? Ja. Jo, erstmal freiräumen das Zeug, ja. Ach ja, also wäre alles übereinander gestapelt. Oh. Huch. Sehr gut. Mann. So. Wo sind die? Ach, da unten drunter sind die. Wir brauchen auch noch einmal eine Betonbeschalung. Haben wir schon dreimal Metallbauteile? Das ist irgendwas Graues. Schön, jetzt habe ich mich gerade gemutet. Microphone muted. Microphone activated. Oh, ich habe es vergessen auszuschalten. Verdammt! Professionelle Let's Player in 2022. Das Zeug hier, was bei den Grünen da ist, ne? Ja. Die drei Orangenen oder was das auch immer ist, ja. Das muss auch noch abgeladen werden. Ach, da vorne, ja. Das ist so ein Rot, Bordeaux-Rot. Ja, so rotmäßig da. Ja, klar. Machen wir auch noch. Ich muss die Sounds gleich mal wieder ausstellen. Machen wir aber gleich mal kurz nach der Folge. Das ist ja maximal professionell. Ich dachte schon, was ist das für eine Scheiße, wieder? Wer spricht da mit mir? Ah, das muss ich im Discord auch noch machen. Stimmt. Oh Gott. Oh, lalala. Oh, mit dir. Mach kaputt, oder die?
Naja, muss man wieder an die Kransteuerung hier gewöhnen. Mhm. Und PC Building Simulator feierst du immer noch? Findest du immer noch gut? Ich find's gut, Alter. Ja, ja, immer noch nicht. Macht Spaß, boah, ne? Alter. Renier, was denn da? Hm. Naja, eigentlich. Ja. Das Seil ist zu weit. Mhm. Aber ich komm da hinten eh nicht. Ja, leg hin. Ich mach das. Ja, ich wollte gerade sagen, ich versuch's mal abzustellen. So, bitte. Stell mal ab, ich nehme jetzt noch einen mit und dann wechsle ich rüber und dann. Ja. Also Bordeaux das Teil hier mit. Den wollte ich. Geh weg. Geh weg. Ne, den eigentlich nicht. Den wollte ich. Danke. So, rüber da. Aber da kommst du hin, ne? Darüber, denke ich, ja. Schau ich mal. Wenn nicht, stell einfach ab. Boah, ich finde halt die Mobilkransteuerung immer noch ein bisschen. Geht eigentlich. Schon sportlich. Ich arbeite immer lieber mit dem normalen Kran. Also. Sehr schön. Tipptopp. Zack. Oh, Die Richtung war tauscht. Hab's nicht gesehen, aber gehört. Nichts passiert, gar nichts gemacht, gar nichts. Du musst auch trotzdem nochmal, ich komm noch bis hierhin. Ja, ich mach schon. Ich war letztens beim Zahnarzt, ne? Ich habe eine Zahnzusatzversicherung, ne? Ja. Ist ja alles gut. Das war ich schon seit 20 Jahren ein, ne? Hm. Das Geile ist, der Arzt, wo ich bin, der Sack, ne? Falls du die Videos schaust, lösch dich einfach. Der hat einen falschen Faktor berechnet. Das heißt, die Privatzusatzversicherung, ne? Hm. Oder ich habe also so privat versichert, die erkennt das nicht an. Ah. Weil er so einen hohen Faktor berechnet hat. Ja, und so einen hohen Satz halt. Ja, ja, ja. Jetzt kann ich das selber zahlen. Glückwunsch dazu. 60 Euro habe ich gekriegt als Zuzahlung. Köstlich. Ja, gut. So, sehr schön. Dann sind es hier irgendwelche Laternen und irgendwas gießen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja. Danke erstmal wieder fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da. Schaut bei Stefan vorbei. Und dann bis moin. Bis dann. Tschüss.